Hallo Freunde, hier ist Ari und seine Hausmannskost. Heute machen wir mal einen Weißkohl asiatisch. Grund? Ja, ich habe noch einen Weißkohl nach von meinem Krautsalat, den ich gerade hochgeladen hatte. Und ja, ich wusste nicht, Kohlsuppe hatte ich. Dann hatte ich gestopften Kohl, Kohlroulade. Und da wusste ich nicht. Und allzu viel nochmal irgendwie Salat oder so wollte ich nicht machen. Und jetzt mache ich das mal asiatisch, weil das ist eine leckere Geschichte. Wir fangen erstmal an mit den Zutaten. Ne? Und zwar den Weißkohl, Red Thai Curry Paste, bisschen Sojasauce und Worcester Soße, Salz, Pfeffer, normales Currypulver und Kurkuma. Und ein bisschen so der Wasser. Wenn ihr habt natürlich eine Brühe, aber ich habe gar keine Brühe da zurzeit. Beziehungsweise ich habe schon, aber die ist eingefroren. Die wollte ich jetzt auch nicht rausholen. Wenn ihr habt, könnt ihr frischen Kurkuma nehmen. So, wir sind immer noch bei den Zutaten. Ihr seht, dass ich hier schon ein bisschen weiter bin, aber das hatte ich vergessen zu erwähnen natürlich. Ein wichtiger Bestandteil, Kokosmilch. Das kommt natürlich noch damit rein. So, jetzt stellen wir das mal hier an. Erstmal auf Power. So, ich stelle das jetzt ein bisschen klein. Wir wollen nicht, dass es so ganz langsam dauert, so ein bisschen. Das mache ich mit ein bisschen Butter. In der Schüsselzeit schneide ich mir den Kohl. Auch wie beim anderen, wer das schon gesehen hat, nehmen wir den Schwung raus. Voilà. Das ist eigentlich das Schwerste. Dann schneiden wir uns das in vier Teile und dann schneiden wir uns das in feinen Streifen. Ihr könnt das euch natürlich auch hobeln oder einfach so in feinen Streifen schneiden. Wie man am besten schneiden und die Finger hält durch den Film, könnt ihr euch gerne anschauen. Wer viel kocht, lohnt sich. So, und wenn das zum Beispiel mit dem Kohl zu hoch ist zum Schneiden, dann nehmt ihr einfach die Hälfte hier raus. Dann ist das nicht mehr so hoch, drückt das ein bisschen runter und dann schneidet ihr so weg. Natürlich, nochmal für alle, natürlich immer ein feuchtes Tuch runter und das Brett, damit es nicht zu doll wackelt oder rutscht. Das schneide ich nur runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, den Weißkohl habe ich geschnitten. Das löst sich jetzt hier so ein bisschen auf. Ich mache da ein bisschen Wasser zu. Wenn ihr habt, nehmt ihr auf jeden Fall eine Brühe. Aber ihr bekommt das auch geschmacklich hin, wenn ihr da Wasser nehmt, Salz, Pfeffer, ein bisschen die Gewürze. Wir müssen den hier nur so auflösen und vorher so ein bisschen anschwitzen. Dann ist das Aroma noch ein bisschen besser. Jetzt machen wir ein bisschen Salz rein. Ein bisschen Curry. Dann ein bisschen Kurkuma. Und das riecht hier jetzt so richtig so schön asiatisch. Bei mir gibt es heute sowieso Crossover. Den Weißkohl, weil ich den habe und verarbeiten wollte. Und dann habe ich schön leckere Rosmarinkartoffeln. Die sind gerade im Ofen drin. Dann machen wir noch ein bisschen zu. Wie gesagt, wenn ihr Brühe habt, nehmt ihr Brühe. Aber auch so bekommt ihr Geschmack rein. Und jetzt nehmen wir noch eine Prise Zucker. Und dann kommt der Kohl rein. Und dann schmoren wir den. Jetzt kommt wieder der Schlesinger. Wie gesagt, immer noch eines der besten Geräte in der Küche. So, jetzt müssen wir das einfach so ein bisschen vor sich hinschmoren. Und nachher machen wir noch mal ein bisschen Zitrone dran, ein bisschen Säure und vielleicht noch ein bisschen Honig. Aber das überlege ich mir noch. Dann machen wir den Deckel drauf und dann lassen wir das schmoren. So, das schmort schon so ein bisschen, aber dauert noch eine Zeit lang. Ich würze jetzt noch mal so ein bisschen Sojasauce dazu. Wir wollen ja das so asiatisch haben. Das ist eine helle Sojasauce. Und dann nehme ich noch ein bisschen
Worcestershire-Soße. Die ist richtig lecker. Und die hat dann noch so eine gewisse Säure. Und dann machen wir natürlich noch die Chilischote. Also das Red Thai Curry hat schon richtig Bums. Ja, also wer das nicht so scharf macht, nimmt das ab, aber wer das gern scharf macht, der macht sich dann das hier noch rein. Und dann hat er das so richtig so ein bisschen asiatisch pikant. So, ich werde jetzt noch, das kommt nachher noch in der Beschreibung mit rein, aber ich nehme noch so ein bisschen Honig dazu. Genau, nicht so viel. So, das rühren wir jetzt einmal durch. Und dann probieren wir das gleich mal so ein bisschen. Und dann lassen wir das auf jeden Fall noch weiter schmoren. Gar nicht so schlecht. Aus Resteverarbeitung muss nur noch weich werden. Und scharf. Gut, ich stelle mir das jetzt so auf, bei diesen hier auf Stufe 6. Das ist die Mitte. Und dann lassen wir das 15 Minuten vor sich hinschmoren. Das machen wir, dann schauen wir weiter. So, das ist jetzt auf Stufe 6. Immer noch. Jetzt mache ich die Kokosmilch mit rein. Und mal gucken, wie weit der ist. Lecker. Der kann zwar noch, aber. Und jetzt stellen wir das höher. Das soll jetzt ein bisschen kochen, damit das noch ein bisschen verdampft, die Flüssigkeit. So, dann wollen wir noch einmal probieren. Schmeckt das lecker. Den restlichen Honig noch rein hier. Das ist nicht viel. Man merkt das ja auch nicht so unbedingt, den Honig. So, jetzt hat es genau den Geschmack, wie es haben soll. Ein schnelles, einfaches Gericht. Jetzt muss nur noch der Kohl weich werden. Der Weißkohl ist jetzt fertig. Ihr müsst euch die Garstufe für euch entscheiden. Ich habe ihn mir jetzt so gemacht, dass er noch ein bisschen knackig ist. Dann habe ich auch den Deckel wieder draufgepackt, weil ich wollte gar nicht so viel Soße verlieren. Weil die Soße ist absolut geil. Da gibt es keinen Weg, da geht kein Weg dann vorbei. Das mit Kohlgeschmack, mit Curry, mit Kokos. Einfach nur geil. Ich stelle das jetzt alles kleiner. Oder eigentlich schon fast aus. Dann binde ich mir das ein bisschen ab. Ihr könnt Speisestärke nehmen oder so. Wie die meisten ja schon wissen, zu Hause mache ich mir das einfach. Dann nehme ich mir ganz normal einen Soßenbinder, den ich mir hole. Und dann habe ich eine gewisse Bindung da. Und dann richten wir den eigentlich nur noch an. Der darf jetzt nicht mehr groß kochen. Die Konsistenz ist auch gut. Ich probiere jetzt nochmal. Ich will erstmal gucken, wie die Konsistenz. Ja, die ist gut. Und die soll nicht zu dick, aber auch nicht ganz flüssig sein. Jetzt probiere ich nochmal so ein kleines Stück und stelle den aus. Für mich ist er jetzt perfekt. Ihr könnt euch noch ein bisschen Salz, Pfeffer oder so, könnt ihr noch eine Prise Salz, könnt ihr eigentlich auch noch ran. Wer möchte? Jetzt richte ich mir das nochmal an. Da könnt ihr jetzt so ein schönes Stück Pute zu essen, wenn ihr möchtet, oder auch oben euch ein bisschen Geschnitzeltes drauf machen oder es einfach nur so lassen. Die Kochfelder sind relativ laut, aber gut. So, jetzt werden wir das nochmal kurz fotografieren. Ich finde das absolut geil und es schmeckt auch geil. Kommen wir unseren jungen Koch hier. Boah. Ja, Freunde. Das ist jetzt mein Weißkohl.
mit Kokosmilch, bisschen Chili und Thai Curry Paste. Ich kann euch nur sagen, das lohnt sich wirklich, der ist richtig lecker. Ja, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch wie immer euer Ariel und tschüss.